Schwierigkeiten mit dem Heizöl haben jetzt in wachsendem Maße auch die Gärtnereien. Dazu ein Bericht von Harald Brandt. Betroffen von der Heizölverteuerung sind 12.000 Gartenbetriebe in der Bundesrepublik, die Blumen und Gemüse in Gewächshäusern aufziehen. 2.200 Hektar Anbauflächen unter Glas müssen beheizt werden. Heizöl ist zurzeit 4-mal teurer als im Vorjahr. Für einen mittleren Betrieb bedeutet das Mehrausgaben in Höhe von 75.000 Mark pro Jahr. Eine Summe, die die Wirtschaftlichkeit dieser Gartenbaubetriebe übersteigt und in ihrer Existenz bedroht. Nach Angaben des Verbandes sind 30.000 Arbeitsplätze gefährdet. Die meisten Betriebe versuchen, den drohenden Existenzverlust abzuwenden, indem sie die Temperaturen in den Treibhäusern heruntersetzen und so Heizöl sparen. Allerdings, was an Heizölkosten eingespart wird, geht an Ertragseinbußen durch die schlechte Qualität infolge der Temperaturminderung häufig wieder verloren. Dazu kommt die Gefahr, dass bei plötzlichem Temperaturabfall und Frost ganze Kulturen wertvoller Pflanzen über Nacht vernichtet werden könnten. Sorgen bereitet den deutschen Gartenbauern auch die Wettbewerbsbenachteiligung gegenüber der Konkurrenz aus Holland. Die niederländische Regierung hat seit Jahren die Umstellung der Heizungen auf Erdgas gefördert. Die deutschen Gartenbauer befürchten dagegen, dass ihre Produkte wegen der Heizölmehrkosten zu teuer werden und sie deswegen kaum oder nur mit Verlust verkauft werden können.